Ich habe den Weg nochmal auf mich gemacht und meine Reha, sag ich mal, kurz unterbrochen oder so, dass ich dann nochmal herkomme und das Spiel im Stadion verfolgen kann, das Team unterstützen kann. Das hat für mich natürlich jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich das letzte Mal hier im Stadion war, da stand ich noch im Block mit meinen Kumpels und habe das Spiel verfolgt. Und natürlich habe ich jetzt die Möglichkeit dann bekommen, das zu machen. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Macht mich natürlich glücklich. Es war ein super Spiel. Zu Hause Schalke zu schlagen ist natürlich super. Jetzt am Ende mit in der 90. Minute oder 93 Minuten noch das Siegtor zu machen, ist natürlich super. Zweite Halbzeit war natürlich sehr hektisch mit den ganzen roten Karten, Videobeweis, dann noch der Elfmeter. Und ich glaube, ich habe immer daran geglaubt und gehofft, dass am Ende noch das Tor fällt, das dann natürlich in der 93. Minute fällt. Das hat mich natürlich wirklich sehr, sehr froh gemacht. Und natürlich freut mich es auch einfach fürs Team, die sehr hart gearbeitet haben in der Vorbereitung, jetzt mit dem Sieg einfach in die Saison zu starten. Erwartungen sind immer schwer zu sagen. Ich glaube, es muss einfach eine stabile Saison werden. Und vor allem ist es wichtig, auch zu Hause die Punkte zu holen. Nachdem es letztes Jahr, dass wir die, ich glaube, schlechteste Mannschaft zu Hause waren, muss man sich einfach daran jetzt hocharbeiten mit dem ersten Sieg zu Hause gegen Schalke, dass man weiß, oder andere Teams müssen wissen, wenn die hierher kommen, dass es nicht leicht ist, hier zu spielen. Und so muss man halt wirklich immer denken, dass man die Punkte zu Hause holt.